spektakularny wieczór dla niego. Robert, piękna chwila, tak jak wspomniałeś, Bayern jest klubem, który potrafi no, zadbać o swoich byłych wielkich piłkarzy. Bez wątpienia Bastian Schweinsteiger takim piłkarzem dla Bayernu Monachium i dla reprezentacji Niemiec był, bo przecież wymieniliśmy tytuły, które zdobywał dla Bayernu, ale to jest przecież mistrz świata z 2014 roku. Proszę popatrzeć na to serdeczne powitanie. Robert Lewandowski też umieścił dzisiaj w mediach społecznościowych. Żeby nie oglał piwem tym razem, ale okazja jest tym bardziej chyba. Same dobre wspomnienia partnerów, tą umiejętność budowania także tej pozytywnej atmosfery. Zaczyna, proszę Państwa, Chicago Fire dzisiaj. Zasadniczego są na przedostatnim 10. miejscu w tabeli konferencji wschodniej. 6 zwycięstw, 15 remisów, 6 porażek. Robert, trzeba dodać jeszcze jedno. Nie ma spalonego. Sandro Wagner przed szansą i to jest, chciałem powiedzieć, pierwszy gol, ale to jest pierwszy. Dość dziwne zachowanie całej linii obrony zespołu gości, bo no tak, byli przekonani, że jest bardzo spalone. Bardzo statyczna cała linia obrony. Nie erwischt im Ermüdungsbecken, wie das immer so schön heißt. Aber gut, das war ja seine Cousine. Das war seine Cousine. Jetzt steht's 1-0 für die Bayern. Abgefälscht, Schuss kam von Serge Gnabry. Ein Neuzugang. Zuletzt Oberschenkelprobleme und jetzt trifft in der 7. Minute zur Bayernführung. Gucken wir uns kurz mal in der Wiederholung an und dann reden wir noch mal über die Cousine. Herr Schnabri, kurze Körpertäuschung und dann unhaltbar abgefälscht für Cleveland im Tor von... Spielt heute erstmal von Anfang an, ansonsten wurde durchrotiert beim... dann ist er zum Viktualienmarkt gegangen, Abseitsposition Wagner, hat da wieder seinen O-Saft getrunken, sein frisch gepresst, nicht böse sein. Ja. Wie gesagt, er hat eine Art und Weise, die der fesselt einfach Menschen. Im Verlaufe der langen Saison. Stark. Wagner. Ja, und jetzt nochmal Kimmich. Bastian Schweinsteiger für die Bayern. Ja, das war 2-2. 2-2, genau, Champions League. Ja. Schweinsteiger. Guter Ball. Schön gespielt. Ja, Abseits. Walden. Um mit Paris Saint-Germain zu verhandeln. Klasse Zuspiel, gute Idee. Da haben wir Joshua Kimmich, auch ein Tor vorbereitet gegen Hoffenheim. Also die Chance hat er absolut verdient. Ja, die Bayern kombinieren sich durch, Rames im Abseits. Ich finde ja, manchmal könnten dann bei solchen Spielen die Assistenten kurz mal die Fahne unten lassen. Denke ich mir auch, weil es einfach schön gespielt. So ist es, ja, genau so ist es. Aber gut, da kommt das Bayern niemals abseits. Nein, war also, nie abseits. Ich finde, da brauchen wir eine kalibrierte Linie. Um das nochmal zu überprüfen. Felix, Viertelstunde vor. Gutes Auge. Und jetzt das 2-0 nicht. Aber nah dran. Wieder James Rodriguez. Eben noch hinten. Spiel Aufbau initiiert. Und da haben wir Oliver Kahn in der Bildmitte. Hermann Gerlands. Klar, der kennt natürlich Bastian Schweinsteiger richtig gut. Der hat ihn auch in der Jugend nicht immer spielen lassen. Arena. Wir haben über das Finale der Home die Niederlage gegen Chelsea gesprochen mit Felix Neureuther, dann aber James Rodriguez. Flanke ist sehr gut, Wagner lauert. Kein Problem. Und dann gegen Schweinsteiger. Oh, Tunnel gegen Schweinsteiger. Ah, da könnte sich vielleicht was entwickeln. Für die Gäste, ja, warum nicht? Sven Ulreich ein bisschen weit vor dem Tor. Erden. Sanchez bleibt dann Dax McCarthy hängen. Gut gespielt, gut gespielt. James Rodriguez. Ja, trifft den Ball nicht ideal. Ein bisschen Platz, Hummels. Ja, sie kommen da durch mit Hässler. Und jetzt vielleicht die Ausweichchance. Jungen Spieler hier mal reinzuwerfen. Das ist das, was sich bei den Bayern auch ändern wird. Rames sucht Wagner, findet Wagner, 2-0. 38. Und wenn er in so einer Position ist, ist er nahezu nicht mehr zu verteidigen. Der so enttäuscht war, dass er nicht nominiert wurde für die Fußballweltmeisterschaft in Russland.
Natürlich haben die Bayern da zu viel Platz. Das ziehen sie wunderbar auf. Kein Gegendruck. Rames mit einer richtig guten Flanke. Keeper bleibt auf der Linie. Und Wagner hat dann die körperlichen Vorteile. Kimmich. Wagner. Also es ist schon auffällig. Die Bayern... Ja, frech. Und Cleveland kriegt den Ball nicht fest. Wagner ist da, aber abseits. Bei Bastian Schweinsteiger, denn im Durchgang 2 streift er sich nochmal das rote Bayern-Shirt. Den deutschen Rekordmeister absolviert. Das wird auch für ihn jetzt ein ganz besonderer Moment sein. Noch einmal. Schon einige gesehen hier. So, jetzt mal Chicago mit McCarthy. Dauert zu lange. Sanchez. Guter Ball. Gut gehalten von Cleveland. Und Jung. Hier die Chance, die erste wirklich ernstzunehmende für Chicago Fire. Sanchez. Ja, der ist selbstbewusst. Da fehlt dir nicht viel. Für den 34-Jährigen. Bin sehr gespannt, wann die Bayern versuchen, Schweinsteiger in Position zu bringen. Jetzt haben sie ihn in Position. Schweinsteiger, warum? Und jetzt hat Chicago Platz mit Kartei. Ah, da ist mehr möglich. Wagner. Jo. Guter Schuss. Aber auch gut pariert von Richard Sanchez. Und jetzt er hat sich präsentiert bei Niko Kovac. Schweinsteiger. Alaba. Müller. Und jetzt Robben und 3-0. Oh, da ist sehr viel Spielfreude eingewechselt worden. Zum allerersten Mal am Ball in dieser Partie. Arjen Robben und gleich das Tor. Kartei, kein Abseits, in der Mitte Nikolic, Kartei probiert selbst, Neuer da. Robben und Sanchez, ja, Schweinsteiger deutet es an. Also irgendwie mit so einem kleinen Bäuchlein da ankommen und meinen, man könnte noch ein bisschen rumeiern. Das geht inzwischen. Neuer, stark gegen De Leo. 75.000 Menschen in der Allianz Arena. Und Schweinsteiger. Oder auch wie Arjen Robben. Schweinsteiger. Und die Reife bei Bastian Schweinsteiger. Basti ist okay. Weltranglisten erste im Tennis. Nachher auch noch mal hören bei uns. Schweinsteiger. Rida Sanchez. Alaba. Schweinsteiger.